Gestern weht die blaue UN-Flagge am Stadtrand von Suez. In der Nacht zum Montag haben schwedische UN-Soldaten die ersten 10 LKWs mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten in die Stadt geschafft. Zwischen den ersten Häusern der Stadt Suez, 50 Meter von uns entfernt, ägyptische Soldaten und Zivilisten. Israelische Panzereinheiten haben einen dichten Ring um die Stadt gelegt. Die restlichen 6000 Einwohner und etwa genauso viele Soldaten sind völlig eingeschlossen. Die zivile und militärische Verwaltung soll noch immer intakt sein. Israelische Einheiten haben die Stadt wohl deshalb nicht angegriffen, weil sie die im Straßenkampf unvermeidlichen Verluste nicht hinnehmen wollten. Sadat used to say, I am ready to sacrifice million people. Präsident Sadat pflegte zu sagen, ich bin bereit, 1 Million Menschen zu opfern, um Israel zu schlagen. Und derselbe Mann machte Frieden. Lasst uns die Feindseligkeiten einstellen, sagte er. Es gibt nur wenige politische Führer mit diesem Format. Sadat ist einer von ihnen. Sadat ist einer von ihnen. Die dritte ägyptische Armee, die bei Suez eingekesselt ist, erhielt heute den ersten Nachschub an Medikamenten und Lebensmitteln. Sie wurden von UN-Soldaten durch die israelischen Linien gebracht. Die ägyptischen Lastwagen werden von israelischen Soldaten gründlich durchsucht, bevor sie die israelischen Stellungen auf dem Westufer durchfahren. An diesem Kontrollpunkt auf der Straße von Kairo, 35 Kilometer vor Suez, übergeben die ägyptischen Fahrer ihre LKW an Soldaten der Vereinten Nationen. In der Nähe von Suez werden dann Verpflegung und Medikamente umgeladen und mit ägyptischen Booten über den Kanal gebracht. Insgesamt 20.000 Ägypter sind nach Angaben aus Kairo auf dem Ostufer eingeschlossen. Über die Lage der Kriegsgefangenen an der Suezfront berichtet Peter Dutzig. Israels Versuch, die Soldaten der 3. ägyptischen Armee zur friedlichen Waffenniederlegung zu veranlassen, schlug fehl. Stattdessen beschoss ägyptische Artillerie den Konvoi der Vereinten Nationen, der Nahrungsmittel und Wasser aus Kairo heranschaffen sollte. Nachdem die israelische Armee gestern einige Durchbruchsversuche der eingekesselten Ägypter abgewehrt hatte, verstärkten die Israelis ihre Patrouillen im Sinai. Hunderte ägyptische Soldaten, die nahe am Verdursten sind, verlassen täglich ihre Stellungen und gehen in israelische Kriegsgefangenschaft. Historisch gesehen war es ein teuer erkaufter Krieg, aber vielleicht war es der letzte. Die arabischen Staaten haben in diesem Krieg das Maximum erreicht, aber sie mussten erkennen, dass das Maximum nicht einschließt, Israel zu überwältigen. Und seit dieser Zeit zweifeln sie, dass sie Israel überhaupt militärisch besiegen können. Die Autofahrer kratzten die blauen Farben von ihren Scheinwerfern, überall gingen wieder die Lichter an, als gestern Abend in Israel der Waffenstillstand bestätigt wurde. Die Menschen genossen es, nach Aufhebung der Verdunkelungsorder auf den wieder erleuchteten Straßen zu spazieren, und in den geöffneten Cafés war schnell kein Stuhl mehr frei. Und stündlich scharte sich alles um Besitzer von Transistorradios, um noch einmal bestätigt zu hören, dass die Waffenruhe auch wirklich eingehalten wird. Israel, 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 Isra